2022 war ich auf meiner ersten ADAC Fontane Rallye Neuruppin und schon damals hat mich ein Wagen ganz besonders begeistert. Der Ford Escort RS Cosworth im richtig schönen WRC-Design, so wie ihn damals Carlos Sainz gefahren ist. Ein Jahr später ist der Wagen wieder am Start. Lass uns darüber mal reden. Ja, mein Name ist Dennis Schneiderath. Ja. Wie man sieht, unschwer erkennen kann, ein Escort Cosworth, eins der ganz seltenen Autos. Anfang der 90er Jahre unheimlich viel im Rallye-Sport benutzt worden. 6000 Stück gab es davon nur. Mittlerweile sind es, glaube ich, nur noch ein paar hundert. Wenn man so einen Rallye-Wagen hat, auch gerade in dem Bereich umbaut, muss man schrauben können? Kommst du aus dem Bereich? Ja, oder? Ja. Ich bin gelernter Schrauber, Kfz-Servicetechniker auch. Also muss man können. Also die Optik ist vom WRC 97er Modell. Auch die Beklebung ist 97 so gefahren. Carlos Sainz und Armin Schwarz waren die Werksfahrer damals gewesen. Das Auto ist eigentlich eine Serienbasis. Also mit WRC ist nur die Optik. Ansonsten eben Rallye-Sport technisch, sicherheitstechnisch alles eben verändert, weil es vorgeschrieben ist. Alles alleine gemacht, alles selber geschraubt. Komplette neue Zelle eingeschweißt. Getriebe ist ein bisschen innereien sind geändert, was man so darf laut Reglement. Achsen, Bremsen, alles ein bisschen verbessert. Du hast ihn seit 15 Jahren. Seit wann fährst du mit dem auch schon Rallyes? Rallye fahre ich seit 2018. 2018 habe ich mit Rallyefahren angefangen. Und fährst du mehrere Shotter Cup Rallyes in der Region? Die Shotter Cup gar nicht, weil das Auto ist nicht dafür gebaut. Ist aber eher so ein bisschen nimmst du dir trotzdem mit, weil es so nah. Also ein bisschen hast du hier auch. Ja, leider. Eher leider. Das ist immer ein Kompromiss von der Fahrwerksabstimmung, weil eigentlich ist ein Asphaltfahrwerk und auch von der Fahrzeughöhe her. Und dadurch, dass das Auto eben halt sehr selten und wertvoll ist, möchte man sich auch nichts kaputt fahren. Ja, deswegen schon. Ist das immer so ein bisschen Augen zu, langsam durch. Teilweise bremst da Schaum. Ja, es geht hier um keine Meisterschaften. Ja. Spaß an der Freude und das seltene Auto mal ein bisschen ausfahren. Wie es aussieht, wenn der Wagen mit Spaß an der Freude bewegt wird, das seht ihr jetzt. Dennis macht sich jetzt auf den Weg zur ersten von 7 Wertungsprüfungen. Und ich bin froh, einige Aufnahmen nun mit euch hier teilen zu können. Ein Highlight ist sicher die Wertungsprüfung 7, bei der uns Dennis sogar onboard mitnimmt. Also genießt die Bilder und wir sehen uns gleich. See you. Thank you.
können Dennis Schneiderath und sein Co-Pilot Guido Herbst wirklich stolz auf sich sein. Insgesamt kommen sie mit 2 Minuten 21,4 Rückstand auf den ersten ins Ziel. In den Wertungsprüfungen 1 bis 7 haben sie wirklich gute Leistungen gebracht. Sie konnten sich bei der zweiten bzw. dritten Durchfahrt jeder dieser BPs immer verbessern und das ist doch, worauf es wirklich beim Rallye-Fahren hier ankommt. Jetzt ein Resümee. Was waren so deine schönen Momente heute auf der Rallye? Hat Spaß gemacht. Wir waren schnell dieses Mal. Wir kennen die Strecken schon ein bisschen. Ist ein großer Vorteil, war. Aber Platz 8 haben wir erreicht. Das erste Mal in den Top 10. Wurden auf dem ersten Rundkurs massiv vom anderen Fahrzeug aufgehalten. Und wir haben dann mal verglichen in der zweiten Schleife die Zeiten. Circa 15 Sekunden waren wir dann schneller. Und die 15 Sekunden hätten in etwa eventuell zum Platz 7 gereicht. Ah, okay. Also es wäre ganz knapp geworden. Alles gehalten. Schön, Auto hat durchgehalten. Ein paar Teile sind verloren gegangen. Bei 190 ist irgendwie ein Blinklicht weggeflogen, habe ich gesehen. Okay. Schwund ist überall. Wie kriegst du die jetzt neu? Gehst du jetzt auf Kleinanzeigen suchen oder hast du sowas schon zu Hause liegen? Problem ist für dieses Fahrzeug, Originalteile gar nicht mehr. Nee, es war schon ein Ersatzteil. Jetzt muss ich wieder auf Suche gehen. Europaweit. Aber gibt es denn einen, der da was für nachbaut oder einfach nur Ersatzteil suchen? Nachbauten. Das war ja schon ein Nachbau gewesen. Ja. Okay, aber ist das denn dann so, dass du jetzt sozusagen, immer wenn du freie Minuten hast, guckst du, ob es irgendwo vielleicht mal wieder was gibt? Also sammelt man auch auf Vorrat so? Teils ist es so. Ja, man muss nehmen, was man kriegen kann. Besser haben, wenn man es braucht, ne? Richtig. Suchen, wenn man es haben möchte. Haben ist besser, wie brauchen. Ja, das stimmt schon. Was steht dann dieses Jahr nochmal für dich an? Ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen, aber Wagen ist ja heil, das heißt, es geht weiter? Ja, den Rest muss ich erstmal auf der Bühne sehen zu Hause. Eventuell weiter, Asphaltrallye, eine schöne Rallye. So ein bisschen anspruchsvoller von den Strecken her, viel enger, viel mehr Kurven und so. Ja, und den Rest sehen wir. Wir planen da immer so ein bisschen nicht allzu weit voraus, sondern immer Stück für Stück. Ja, dann auf jeden Fall noch viel Erfolg dieses Jahr. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ja. Und falls ihr jetzt auch Lust auf einen Ford Escort habt, ich habe euch ein Modell von Tamir auf einem TT02 mal unter dem Video verlinkt. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unten drunter. Lasst gerne ein Abo da, damit ihr unterstützt mich und die Kress Garage. Und falls ihr Mitglied werden wollt, wäre das natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ansonsten sage ich jetzt ciao und tschüss.